Hey, there und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Ocarina of Time. Quatsch, A Link to the Past randomized mit dabei. Wahrscheinlich immer noch in der anderen Dimension gefangen, kann das sein? Hier ist Chaos Sonic X89. Und ja, wir spielen jetzt A Link to the Past Multiverse randomized und wir wollen einfach mal gucken, wie das wird. Denn wir sehen uns dieses Mal. Klicke gerade in-game und be sofort bekomme ich die Bomben. Sehr gut. Wir sehen uns dieses Mal leider nicht hier in-game. Das ist ein bisschen schade. Allerdings sehen wir, wenn wir ein Item bekommen. Bei mir waren es drei Bomben und Chaos hat ein Herzteil bekommen. Was ist hier randomized? Die Gegner sind randomized, als auch die Bosse. Natürlich die Items und ja. Und ich sehe jetzt auch gerade bei mir, ist das Fenster doch ein bisschen zu sehr abgeschnitten. Das heißt, es hatte so geheißen, End to Keanu. Aber das sollte jetzt eigentlich nicht stören. Ihr wisst ja, was es bedeutet. Wenn ihr das dann zu lesen kriegt, dann wisst ihr, dann geht das Item direkt an Keanu rüber. Jo, das musst du dann beim nächsten Mal noch etwas umstellen. Ja, dann So. werde ich das bei der nächsten Aufnahme noch ein bisschen anpassen. Da werde ich dann links und rechts noch ein bisschen. Schön, dass du mir jetzt da schön im Weg stehst, damit ich ja nicht vorbeikomme, um den Gras ein bisschen hochzuheben. Danke, du blödes Soldat. So, du hast auf jeden Fall schon mal einen Kompass erhalten. Vielleicht muss ich unten auch noch ein bisschen was hochheben. Oder oben. Wobei links und rechts wäre sogar eh mehr wert als unten und oben, weil unten und oben fällt da eigentlich kaum was und da sieht man auch nicht viel. So. So, hast noch ein Big Key. Oh, look, it's a big key for Desert Palace. Alles klar. Ich wollte eigentlich zu der Hexe mal vorbeischauen, aber die Soldaten ließen mich einfach nicht. Ja, ich muss mich hier gerade auch um Soldaten kümmern. Ey, jetzt. Danke, dass du die Bombe kaputt gemacht hast. Oh, Ja, nö. die stehen einfach nur blöd im Weg herum. Da gehe ich halt lieber zuerst nach Kakariko und schaue, was ich dort machen kann. Da gibt es ja immerhin auch ein paar Truhen, die ich hier machen kann, vor allem hier im Gefängnis. Ja, ich gehe erstmal nach Schloss Hyrule rein. Und hoffe, dass ich da was machen kann. Dass ich da irgendwas Brauchbares bekomme. Mein Charakter ist übrigens Nier aus Xenoblade Chronicles 2. Ein Herzteil für mich, die Silberhandschuhe für mich und du hast die Mondperle. Oh, geil. Die kriegst du wieder sehr früh diesmal. Ja. Wenn ich an den letzten denke, der den Stream hattest, wie lange es gedauert hat, bis du die bekommen hast. Ja. So, ich musste leider hier schon den ersten Soldaten mit meinen Bomben bekämpfen. 20 Okay. Rubine. Eine Schaufel für dich noch. Alter, Und noch ein Eisstab für dich. ich komme nicht vom Fleck gerade. Weil ich andauernd irgendwelche Items bekomme. Dann bleibt Nia stehen und ich denke mir so, lass mich doch mal weitergehen. Tut mir leid, ich hab halt gerade in Kakariko gerade den Checkpot. Toll. Aber glaub jetzt was auch mit den Truhen, weil für die einen. Ja gut, eine Truhe kann ich noch holen, aber dann war's das schon. Für die anderen brauche ich halt die Bombe. Au. Und das Spiel war noch nicht gnädig, mir welche zu geben. Muss ich halt ein paar Soldaten verprügeln, in der Hoffnung, sie droppen welche. Ja, die blauen Soldaten machen das. Die haben die etwas seltener. Gut, dann suchen wir mal nach blauen Soldaten Jetzt und muss ich doch. verhauen die. Muss ich tatsächlich da oben langlaufen, ey. Oh, fuck. Ich weiß ja zum Glück, wo man in Kakariko dann gratis Bomben kriegt. Und so immer wieder. Kann ich dich mit der Schaufel verprügeln oder so?
Okay, ich... Ja, nur eine Bombe bringt mit auch nicht safe and quit. In den seine Grab runterzugehen, weil dafür bräuchte ich halt schon eine Bombe, damit ich überhaupt an diese drei... an diese drei Truhen rankomme. Ja, ich hatte leider etwas Pech. Ich kann mich halt noch nicht wirklich wehren, weshalb ich nicht in den Kerker gehen konnte. Na gut, dann gehe ich auch mal nach Kakariko. In der Hoffnung, dass ich da irgendwas finde. Ah, jetzt bist du auf einmal da! Was? Weil der eine Blau ist auf einmal abgehauen und jetzt, seitdem ich wieder nach oben gehe, ist er auf einmal wieder da. Ich dachte schon, du meintest mich, mein Charakter. Da hat noch ein Grasbüschel. Und dann droppen sie keine Bomben, weißt du mich? Oh Gott. Hast du schon die Krafthandschuhe bekommen? Ja. Achso, weil der Tracker zeigt mir hier nämlich hier 1 an. Okay, die 1 bedeutet dann also Level 1. Oh, sehr schön. Hm. Oh, du hast auch noch den Spiegel. Rüstung und Spiegel für dich. Ja, jetzt kriege ich wenigstens nur noch halb so viel Schaden. Das ist auch gut. Und den Feuerstab habe ich bekommen. Und wie sieht Sonic mit der blauen Rüstung aus? Kaum Unterschied, vielleicht noch ein bisschen blauer als vorhin. Jetzt ist er irgendwie dunkelblau, habe ich das Gefühl. Hm. Und die Soldaten sind gemein, die geben mir keine Bomben. Auf jeden Fall kommst du von der Schattenwelt wieder in die Lichtwelt, wann immer du möchtest. Hm. Erdmedaillon, weiß ich nicht, da hast du Bomben. Danke. Dann kann ich jetzt endlich mal... Danke. Kann ich jetzt endlich mal in das Grab hinein und da mal die drei Truhen mal machen. Aber hey, jetzt kann ich mich wenigstens gegen die Soldaten wehren. Ich habe den Feuerstab. Ne, ich kann noch da in den Pub rein. Das ist aber dann auch schon das letzte Item, was ich mir hier holen kann. Der Pub. Pfeile, das Buch von Mutora und neue Bomben für mich. Ich könnte auch Bomben gebrauchen, da bin ich ganz ehrlich. Mm. Blödes Huhn. Pfeile. Für dich. Danke. Brauchst du aber nie. Ja. Gut, wenigstens helfen mir die Bomben jetzt mal ein bisschen weiter. Ich gehe nochmal in die verlorenen Wälder, da gibt's ja Dingens. Durch das Buch von Mudora kannst du in den verlorenen Wäldern ja auch das Masterschwert ansehen. Was das wäre bei dir? Ja, da gehe ich jetzt auch gleich hin. So, ich gucke mir allerdings noch einmal hier das Diebesversteck an und dann der Ort, wo der Pilz wäre. Ein Rubin, wow! Und der ist auch noch für dich. Danke. Also den hast du gebraucht. Ja. Melee. Oh, ein also kleiner Schlüssel. Ohne den einen Rubin wäre ich jetzt pleite gewesen. This is a small key to Ganon's Tower. Das war so bitter notwendig. Denke ich mir. Hallo? Es war ein kleiner Schlüssel. Ein Rubin. Ja, so, dann kann ich jetzt die gesamte Welt kaufen. Ja. Mir fehlen leider noch 47 Rubine, damit ich bei dem Händler... Schön, wenn mich die Krähe mal in Ruhe lassen würde. Ah, da liegt ein kleiner Schlüssel für mich. Oder für mich, ja. Man weiß es nicht. Ja, Dark Palace. Sehr schön. War da in dem Haus? Dann will ich jetzt mal schauen. Ist das Masterschwert wert oder ist das Müll? Du hast chosen the Enchant Class. Hä? Kann mir jetzt nicht darunter vorstellen.
eine Archer-Class. Bogen, ich kann mir jetzt Bogen, nicht Bogen, Bogen, Bogen. Okay, da muss ich den. Weil Archer, Hunter, Jäger und so weiter. Ja, also da muss ich die Pendants holen, damit ich den Bogen überhaupt kriege. Ich sehe hier nein! Nichts. Nein! Klamm mich nicht immer meine Bomben, du Drecksack! Ich hätte gerne Bomben! Ja, und er hat mir jetzt eine Bombe geklaut. Was ein böser Bubble! Ja. So, nun finde ich gerade das eine Versteck nicht und ich laufe in eine Mine. Wow. Ja, nicht, dass dich so eine Mine mal killt. Das wäre übel. Und das hier war nur eine Feenquelle. Da kommen mir so in den Fallout-Gefühle hoch. Da werde ich ständig durch Minen gekillt, weil ich die einfach nie sehe. Cool. Braucht kein Mensch. Vor allem nicht, dann, wenn man keinen Bogen hat. Ich habe immer das Kabel davon, immer in Fallen reinzulennen. Ja. Ist aber auch relativ einfach. So. Und jetzt stehen mir schon wieder die Soldaten im Weg. Wollt ihr mich? Ja. Liebhaben? Ja, die wollen mich immer umarmen. Das Blöde ist nur, die haben ein Schwert und das sticht immer. Da war nur ein eine Feenquelle. So, ich guck mal, was mir der Eingang vor dem in Anführungszeichen Wasserpalast gibt. Ein kleiner Schlüssel für den Dark Palace. Dann ist vielleicht der Dark Palace der erste, den ich machen darf, wenn ich noch mehr kleine Schlüssel kriege. Wenn. Vorausgesetzt, ich kann mich mal irgendwann mal wehren. Das weil ohne Schwert wird es schwierig. Das ist Vanilla. Ach, dann hole ich den Fisch irgendwann anders mal. So, jetzt erstmal hier die Truhe. Rubine. Gut, dann kann ich jetzt dann den Händler mal abchecken, dass der für 100 verkauft. Dafür hast du ein Herzteil. Cool, durch das Herzteil habe ich meinen Fisch weggeschmissen. Entschuldigung. So. Nein. Oh, komm her. Doch, und das verkaufst du mir. So, ich baue noch... God's Bomb Capacity for Zekiano, you God's Hunter. Willst du die Bombenerweiterung für 100 Rubine? Nice wär's schon zu haben. Also in diesem Spiel eine Bombenerweiterung ist immer gut. Gut, dann kauf sich sie dir, bitteschön. So, jetzt... das hat mir sogar 5 Bomben gegeben. Ich war eh gerade auf dem Weg wieder runter in den Kerker zu, Ja, im wenigstens was sie geben und sind nicht solches cremige Arschlöcher wie in meinem Fall. Für 100 einfach nur 5 Rubine zu geben, ohne zu sagen, das sind nur 5 Rubine. Sehr gut. Wenigstens sind sie sozial. So, und hier in dieser schönen Hütte kriegt man immer gratis 4 Bomben. Jedes Mal. So, hier kann ich mir jetzt ein paar Bomben farmen. Ich hätte nur wissen, in welcher Höhle du bist. Es ist Kakarika, die kleine Hütte unten links. Ach so, bei dem Hühnchen da. Ja. Da kann man immer Bomben farmen. Alles 4 klar. Stück. Und ein paar Pfeile sind auch dabei. Sehr gut. Das ist eine reine Farming-Quelle. Sehr gut. Okay. Der hat eine Flasche für 85.
muss ich mir merken, wenn ich mal eine Flasche bräuchte. Eine Flasche braucht man für den kranken Jungen. Ja, aber ich habe gerade kein Geld. Das Geld ging jetzt alles für die Bobbenerweiterung raus. Aber wo ist jetzt das eine Haus mit der bombierenden Wand? Wo ist das eine Haus? Weiß ich gerade nicht. Also könnte dort drüben sein wahrscheinlich. So. Aber was eine Garage hat. Ja, da ist es. Ich merke gerade, dass ich schon 4 Herzen habe. Wow. Jetzt brauche ich nur noch 5 Rubine. Und einen kleinen Schlüssel. Für Turtle Rock, alles klar. So, jetzt brauche ich noch 5 Rubine. Dann. Warte, muss ich dann auch hier den Laden anschauen? Vorausgesetzt, ich weiß noch, wo die alle sind. So, Sanctuary. Also blindlings weiß ich nicht, wo die alle sind. Ich habe mir die nie gemerkt. So, was hat sie bei der Bibliothek? Ein Kompass. Da komme ich leider nicht rein. Ich kann mir jetzt aber noch in Kakariko Truhen holen. Weil ich ja jetzt die Bomben habe, kann ich da unten im Kerker die Wand aufsprengen. Wäre es gerade geil, wenn du gar keine Truhen hast. Ich mache gerade das 15-Sekunden-Spiel. Okay, bin fertig. Und was bekommst? Ein Boss-Krieg für Ice Palace. Nice. Weil das ist halt doof, wenn man gerade das Spiel macht und man kriegt man Items geschenkt, dann hat man Zeit verloren. Das sollte man definitiv sagen, was, wenn man sowas auf Zeit macht. Achso, das ist das Drohnenspiel. Habe ich gerade keine Lust. Desert Palace Map habe ich da jetzt bekommen. So, ich muss mal kurz Zeit gucken. Ah, 17 Minuten, na, das geht noch. Ich glaube, ich mache mich langsam zum Ostpalast los. Ich glaube, so. Man Overworld-Truhen hab. Wobei. Oh, sehr nice. Ich hab was richtig Schönes für dich. Willst du das für 100 Rubine haben? Was? Ja, kannst du kaufen. Ah, da kann ich mich wehren, wenn ich da Magie habe. Mhm. Immerhin etwas. Das sind so merkwürdige Preise. 74 Rubine für 10 Pfeile. Turtle Rock, aber all den Scheiß kaufe ich nicht. So, dann einmal hier aufbomben, damit ich mich hier wieder eindecken kann mit Bomben und so. Ah, ich hab dein Buch gefunden. Oh, nice. Da kannst du auch jetzt nachschauen, was es ist. Das heißt, ich komme auch an das Gratis-Item ran. Neben dem Wüstenpalast. Sehr nice. Da nochmal. Achso, da war die Fee. Ich hoffe nur, die Bomben reichen dann für die eine Höhle. Aber zuerst Rüste. So. Minimi. 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 Ne, das war falsch. Das geht hier lang.
Gut, was sagst du mir? Have a better blocker in für dich bekomme ich was, alles klar. Dieser Somari-Stab oder wie er heißt, wo man so einen roten Block macht. Den bekomme ich da für dich. Das heißt, ich muss das auch machen. Aber für wen war der Bogen eigentlich? Das wurde dir ja dann auch gesagt. Da stand jetzt nichts mehr dazu. Bei Könnte mir sein, dass. stand, dass das für dich wäre. Also stand mein Name dazu. Ja, deiner stand da. Also es stand bei mir kein Name, dann Ach könnte es so. mein Bogen sein. Ja, da wahrscheinlich. Okay, hier komme ich nicht weiter. Da ist auch eine Feenquelle. Ich werde mich jetzt noch auf den Weg zu dem Rennen machen. Dann werde ich das Rennen auch noch beenden. Ich werde Zack. noch die eine Höhle aufsuchen, die gleich in der Nähe ist. Und muss ich auch mal schauen, ob ich vielleicht im Wüstenpalast ein bisschen weit fortschreiten kann, damit ich wenigstens dort was machen kann, wenn ich auch gerade dort in der Nähe bin. Ajo. So, Sagst du mir, wenn du was? mit dem Rennen fertig bist? Ich gehe gerade in die Bücherei und guck mal, Okay, was dann hier kann ist. ich die Ruhe Oh, aufsammeln, oder? da ist ein Boss-Key. Ja, mach ruhig. Okay, jetzt hast du auch die Handruhe. Oh, nice. Sehr gut. Gut. Dann heißt es auf jeden Fall im nächsten Part schon der erste Dungeon. Der eigentlich der zweite ist. Ja. So, jetzt mache ich das Rennen. Dann schaue ich mal, was da oben noch steht. Okay, ist Müll. So. Und hallo, ich will. So. Ein Bossschlüssel für Turtle Rock bekommen. Ah, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir den Part an der Stelle. Das war euer Keanu mit Let's Play Ocarina of Time, wollte ich schon wieder sagen. A Link to the Past, Multiworld Randomized. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und mich wird mit dir vergessen. Ciao. Ja, da war noch ein Typ dabei. Ja, der Chaos Sonic 89. Shit, sorry. Ciao.